Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Nietzsche, Nische, Naishi? Ich habe keine Ahnung, aber es ist bestimmt ganz cool. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich dieses Spiel bekommen habe. Vielen Dank an den Entwickler dafür. Ich werde es jetzt auf jeden Fall einfach mal mit euch testen. Neues Spiel. Ist ein Indie-Spiel. Ich habe gar keine Ahnung, worum es so genau geht. Ich dachte, das finden wir jetzt zusammen in einem kleinen Angespiel raus. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein. Generiere die Welt. Ja, es ist mit Tieren. Es ist mit Tieren, wie man schon sehen kann. Und Blättern. Und Umwelt. Und Sonne. Und Berge. Und das sind gar keine Berge. Es sind Bäume und Wasser. Okay. Autsch, das hat wehgetan. Jetzt bist du ganz allein gestrandet auf einer Insel fern deiner Heimat. Mausrad oder RF, um zu zoomen. Kamerabewegung. Benutze Linksklick und ziehen oder WASD. Benutze Rechtsklick und ziehen. Ja, okay. Das ist... Klicke Adam an, um ihn auszuwählen. Hallo, bist du Adam? Okay, was kannst du? Schau, ob du dich noch bewegen kannst. Klicke auf Adam und dann auf ein Pfotensymbol. Um ihn auf diese Stelle zu bewegen. Aha, okay. Das war ein langer Tag. Es wird Zeit zu schlafen. Zu Beginn eines Tages werden die Aktionspunkte der Tiere wieder aufgefrischt. Sie sind durch die Kristalle auf deren Brust dargestellt. Jede Aktion, wie zum Beispiel Bewegen, kostet einen Aktionspunkt. Klicke auf die Tag-Beenden-Schaltfläche oben am Bildschirm oder drücke Leertaste, um den Tag zu beenden. Ah, okay. Also man spielt sogar ein Tier. Die Insel scheint mehr als genug Nahrung zu bieten. Lass uns essen. Tiere essen eine Nahrungseinheit am Tag. Stell sicher, dass Adam nicht verhungert. Oh, die Tieranzeige in der rechten unteren Ecke zeigt an, wie viel Nahrung am Ende des Tages verbraucht wird. Daneben befindet sich die Nahrungsanzeige, die anzeigt, wie viel Nahrung im Vorrat ist. Okay, klicke auf Adam. Adam. Finde einen Bärenbusch und bewege Adam direkt daneben hin. Sammle die Bären. Ach, das sind Bären hier. Ah. Ich habe Bären gesammelt. Und jetzt? Machen wir wieder Nacht, oder wie? Nee. Ach nein, der muss ja auch noch fressen. Und wie frisst er jetzt? Jetzt geht's plötzlich. Gerade konnte ich ihn nicht anklicken. Ja, weil der einpennt. Schau, jetzt schläft er. Oh. Der ist aber niedlich. Muss der das nicht irgendwie jetzt auch essen? Aha. Das war ein langer Tag. Es wird Zeit zu schlafen. Ja, wir haben schon geschlafen. Nochmal schlafen? Ja, Neko. Aber jetzt ist er wach, guck. Ah, okay. Jetzt schläft er wieder. Also das geht wirklich schnell. Ist ja noch das Tutorial. Ich glaube, das wird dann noch ein bisschen spannender. Bärenstrauch. Früchte sammeln. Diese Insel scheint verlassen. Ein Pfad aus Felsen führt auf eine andere Insel in der Ferne. Ja, ich habe irgendwie nur die Büsche da weggemacht. Tiere altern und sterben eines Tages. Der Lebensbalken zeigt das aktuelle Alter und die Lebensspanne an. Wenn der Balken voll ist, stirbt das Tier. Oh. Bewege Adam zum mit Blumen bewachsenen Inselausgang. Interagiere mit dem spitzen Reisestein, um die Insel zu verlassen. Also, bewege Adam zu den Blumen... mit Blumen bewachsenen... Ah, dahin, okay.
Ich finde es ein bisschen doof, dass der nach einem Aktionspunkt schon schlafen muss. Oh, es kann auch regnen. Schön. Gras entfernen, kleine Chance und ist. Ah, okay, das ist einfach nur Schilf. Einfach nur Schilf. Jetzt konnte er schon zweimal gehen. Jetzt muss er aber schlafen erstmal nochmal. Ja, man kann dann wahrscheinlich auch mit mehreren Tieren. Alle Tiere auf Reisefeldern migrieren zur nächsten Insel. Tiere außerhalb der Reisefelder werden zurückgelassen und verlassen für immer die Gruppe. Wir haben nur einen. Ja, Neko, das könnte sogar sinnvoll sein. Stimmt. Hinter dir zerbrechen die Felsen und fallen ins Meer. Es klingt, als leben noch andere Tiere auf dieser Insel. Du nimmst den Geruch eines Artgenossen wahr. Du kannst zwischen deinen Sinnen wechseln, indem du entweder die Schaltfläche in der rechten unteren Ecke oder indem du 1, 2 oder 3 auf deiner Tastatur drückst. Bewege dich herum und benutze alle deine Sinne, um deine Artgenossen zu finden. Biete ihm 5 Futter an, um ihn in deine Gruppe einzuladen, okay? 1, 2 oder 3 oder in der rechten unteren Ecke. Okay. Ah, okay. Verstehe. Wo ist der denn? Ha! Da kommt er auf einmal her. Wie biete ich dem denn jetzt was an? Erstmal schlafen. Früchte sammeln? Ich habe ihn irgendwie vergrault. Ich glaube, ich habe ihn gerade vergrault. Das schaut ja. Egal. Wo ist der denn jetzt hin? Oh, warte mal. Ja, wo bist du denn, mein Freund? Weg. Bitte biete ihm 5 Futter an. Okay, schlafen wir nochmal. Ich muss erstmal an 5 Futter kommen. Ah, ich habe genügend. Guck. Aber wie biete ich ihm das dann an? Versuche Nuss aufzuknacken. Ich suche den jetzt mal und ich will ihm nämlich das Futter anbieten. Aber ich glaube, dafür muss ich ihn den erstmal finden und dann kann ich es ihm vielleicht einfach geben. Oh, guck mal, Fische! Oh. Nochmal schlafen und dann versuche ich nochmal mit der Sinneswahrnehmung den irgendwie zu finden. Was ist denn da oben? Ach, der Baum. Freund weg. Ich hätte ihm halt gleich das Futter anbieten sollen. Gehen wir mal da rein. Nochmal schlafen. Vielleicht kommt er ja auch nochmal. Das ist jetzt irgendwie, ich versage schon im Tutorial. Tutorial. Wurzel, versuche Boden aufzugraben. Ich habe meinen Freund verloren. Da geht's auch nicht weiter. Also der muss doch hier sein. Gibt's doch nicht.
Ja, jetzt schlaf noch mal. Ist lustig, vorhin habe ich gesagt, ich habe Lust auf Viva Piñata. Ich finde das gar nicht so krass anders gerade irgendwie. Also mein Bedürfnis nach so einer Art Spiel ist damit zumindest befriedigt. Ja, ich glaube, der ist weg. Interessantes Game. Kennen sowas in der Art auch noch nicht. Ja, mal was Neues. Vielleicht ist er ja schon im neuen Gebiet. Ich glaube nicht. Oh, der kann ins Wasser? Ach, shit. Vielleicht ist er ja da unten irgendwo. Oh, Mann. Oder ist er jetzt tot? Weil ich ihn ins Wasser... Er ist gestorben! Ich habe ihn direkt mal umgebracht. Oh, Gott. Also, so sollt ihr das nicht machen. Das Tier ist gestorben. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Ich wollte den armen Kerl nicht umbringen. Und jetzt? Deine Spezies ist ausgestorben. Ja, okay, so kann man das natürlich auch machen. Sagt einem ja keiner. Ja! Oh nein! Okay, ganz schnell. Es tut mir sehr leid. Ich wollte den armen Kerl nicht umbringen. Uiuiui. Ups. Aber jetzt verstehe ich's. Nur nicht, dass man da nicht immer draufdrücken soll. Okay, wir probieren es einfach noch. Passiert halt, ne? So. Ich fand das sehr gemein von dem Spiel. Die hätten mir auch sagen können, dass ich den nicht ins Wasser abstellen darf. Immerhin habe ich ja nur seinen doofen Freund gesucht. Eine ganze Spezies ist ausgestorben. Ja. Das fand ich jetzt auch irgendwie, ja. Interessant. Interessant. Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir direkt wieder bei dem Freund. Wo sitzen wir denn da? Schaut das immer anders aus? Da ist er! Okay. Schlafen? Haben wir genug? Ja, wir haben genug. Bärenstrauch? Ich kann nichts mit ihm machen. Bärenstrauch? Hallo? Bitte hau nicht ab wieder. Da! 5 Futter anbieten, um ihn in sein Rudel einzuladen. Das Tier, welches du gefunden hast, ist ein Weibchen namens Eve. Adam und Eve, also Adam und Eve, scheinen sich zu mögen. Lass uns eine Familie gründen. Das Geschlecht eines Tiers wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Männchen haben eine Mähne. Du kannst die Tab-Taste benutzen, um zwischen Tieren hin und her zu springen. Welche noch Aktionspunkte haben. Bewege deine Tiere nebeneinander und paare sie. Okay. Aus dem Rudel verbannen? Nein. Paaren. Süße, süße Liebe. Achievement. Ich stehe nebeneinander und kriege ein Herzchen. Eve ist schwanger. Sie braucht ein Nest, um zu gebären. Ein Nest zu bauen verbraucht Nistmaterial, welches durch das Pflücken von Gras gesammelt werden kann. Gebaute Nester gehen mit der Zeit kaputt und müssen repariert werden. Dein gesammeltes Nistmaterial wird in der rechten unteren Ecke angezeigt. Finde ein natürliches Nest oder baue eines mit Eve. Beende den Tag, während Eve in einem Nest sitzt. Okay, ein Nest bauen. Oh.
Gott, warte kurz. Was ist das denn? Ist das schon ein Baby? Nestbaum. Ich habe das Nest direkt wieder zerstört, weil ich aus Versehen nochmal drauf geklickt habe. Aber das ist nicht so schlimm. Wir bauen einfach nochmal eins. Aber jetzt schlafen die erstmal. Oh, wie schön es regnet. Baum schütteln. Ich muss sagen, ich finde das Spiel total süß. Das war ein Hase. Jetzt haben wir Futter. Er schläft, okay. Was ist das? Gras entfernen, okay. Wir brauchen noch ein bisschen Nistmaterial. So. Da ist was runtergefallen. Was ist das denn? Hier, da steht doch ein Viech. Nochmal, Pan. Nicht zweimal hintereinander, also. Das geht ja nun nicht. So, nochmal schlafen und dann haben wir vielleicht am nächsten Tag genügend Materialien. Sie hat geworfen. Mensch, du bemerkst das nicht mal. Oh, so sieht das aus, wenn die dann... Ah, ups. Ich habe gedacht, das dauert länger. Die ist ja so schwanger. Okay, alles klar. Wir haben noch nicht mal ein Nest, wo sie irgendwie... Naja. Dein erster Nachwuchs wurde geboren. Lass ihn uns genauer ansehen. So sieht das aus. Klicke auf das Neugeborene und öffne das Fähigkeitenmenü in der unteren linken Ecke. Anana, okay. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, das wäre schon wieder so ein Viech, das wir angreifen müssen. Blitzgeburt, ja, eben. Jedes Tier hat bestimmte Fähigkeiten. Die Zahl unter dem Fähigkeiten-Symbol zeigt das Fähigkeitslevel eines Tiers. Gewisse Interaktionen setzen bestimmte Fähigkeiten voraus. Wird eine Interaktion in Orange angezeigt, besitzt das Tier nicht die geforderten Fähigkeiten und hat daher nur eine sehr kleine Erfolgschance. Bewege die Maus über eine Fähigkeit, um mehr Informationen zu erhalten. Wir werden über die DNA bestimmt. Okay. In Orange haben wir eigentlich gar nichts, ne? Also wir könnten sagen, dass der zum Beispiel halt gut schwimmen können soll. Aber wir können noch gar keine Punkte verteilen. Die DNA eines Tieres setzt sich aus vielen Eigenschaften zusammen, welche gemeinsam das Aussehen und die Fähigkeiten eines Tieres definieren. Jede Eigenschaft wird durch ein Genpaar definiert. Tiere erben ihre Gene von ihren Eltern. Jedes Elternteil steuert zufällig einen Teil des Genpaares bei. Bewege die Maus über ein Gen, um mehr Informationen zu erhalten und zu erfahren, welche Fähigkeiten beeinflusst werden. Gene können auf verschiedene Arten vererbt werden. Vollständige Dominanz. Nur das obere der beiden Gene des Genpaares ist aktiv, zum Beispiel bei den Augen. Und vollständige Dominanz. Beide Gene sind aktiv und wirken gemeinsam, zum Beispiel bei der Fellfarbe. Kodominanz. Beide Gene sind aktiv und jedes wirkt für sich allein, zum Beispiel bei den Pfoten. Ach, cool. Das ist ja cool. Mutationen. Mutiert den zukünftigen Nachwuchs des Tiers. Jedes Tier hat zwei Mutationsslots. Mutationen haben keinen Einfluss auf das Tier selbst, sondern ausschließlich auf dessen zukünftigen Nachwuchs. Mutationen treten nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf. Eine gesetzte Mutation ist definitiv und kann nicht mehr geändert werden. Mhm. Also ich finde auch die deutsche Übersetzung ganz gut da, ne?
Und das ist der Stammbaum. Okay. Oh, die ist niedlich. Ich habe das nur irgendwie nicht kapiert. Entschuldige, Anana. Es tut mir sehr leid. Baby. Was kann die machen? Die kann laufen. Wähle eine Mutation aus. Ich weiß nicht. Ah, so geht das. Okay. Also ich möchte, dass dann das nächste Tier, was geboren wird von ihr, kurzsichtig wird. Toll. Blind. Kurze Schnauze. Oh, das soll weiß werden. Und oder? Grüne Augen, blaue Augen, violette Augen. Mach mal grün. Mach mal grün. Okay. Zusätzliche Informationen zu einem Tier werden in der unteren linken Ecke angezeigt, sofern das Tier ausgewählt ist. Ränge definieren, wer zuerst fressen darf. Wenn das Futter nicht für alle reicht, Alpha-Tiere können zudem Omega-Tiere aus der Gruppe verweisen. Statuseffekte werden neben dem Rang angezeigt. Klicke auf den Rang, um ihn zu ändern. Jetzt ist hier ein Alpha. Nutze den Stammbaum, um den Überblick über deine Gruppe zu bewahren. Im Stammbaum können Tiere umbenannt und Kristallfarben sowie Ränge von Tieren angepasst werden. Ebenso können Tiere anhand ihrer Fähigkeiten und Gene sortiert werden. Achte immer darauf, welche Tiere du paarst. Inzest kann schnell zu Krankheiten führen. Tiere, welche zwei verschiedene Immunitätsgene besitzen, sind viel resistenter gegen Krankheiten. Öffne den Stammbaum, sieh dich um und schließe ihn wieder. Das habe ich schon gemacht. Dies ist das Ende des Tutorials. Deine Geschichte beginnt hier. Zieh los und finde den Weg zurück zu deiner Heimatinsel. Aber sei vorsichtig, viele Herausforderungen erwarten dich. In dieser Welt heißt es anpassen oder aussterben. Das ist schon cool. Das macht mir jetzt schon Spaß. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank für dieses coole Spiel. Schauen wir uns noch ganz kurz an. Achso. Ist Abend. Und ich habe nicht mal das blöde Nest gebaut, ne? Naja. Warte mal, wie komme ich denn weiter? Ach, muss ich dahin? Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Wahrscheinlich. Ist das niedlich? Dass das auch noch rosa geworden ist, ne? So, der Papa. Ah, komm, die können auch nochmal. Sie ist bereits schwanger. Schau, die ist immer noch schwanger. Hä? Okay. Deswegen hat mich das hier so gewundert. Nestbauen geht noch nicht, aber... Wir haben das Nest ja auch ganz kurz gesehen. Oh, warte kurz. Wir wollen den Papa ja nicht zurücklassen. Und das Baby ist auch noch da. Moment, da müssen wir nochmal schlafen. Und dann schauen wir uns... Ups. Die Insel hier an. Die nächste. Und dann war es das für einen angespielt, würde ich sagen. Ne? Aber echt ein schönes Spiel. Oh, und hier gibt es halt auch echt viel zu entdecken, weil man weiß halt gar nicht, was hier drinnen ist, ne? Auf welche Gefahren man so trifft. Das Baby würde ich jetzt zum Beispiel noch beschützen. Würde ich gar nicht so weit reingehen. Sie ist auch schwanger, die beschützen wir auch noch, die Mama. Brrr. Und so funktioniert das Spiel dann. Man trifft dann wahrscheinlich noch mehr Arten. Ich höre da auch schon wieder was. Hier, da bauen wir das Nest rein. Dann kann die da drin brüten. Guck mal, das Baby ist auch schon groß geworden jetzt. Also das geht relativ schnell in dem Spiel. Jetzt ist das Baby da. Guck mal. Rare. Er ist weder weiß. Ach so, nee, der hat das ja auch nicht.
Der hat ja nicht die Angaben gehabt. Das ist ja von ihr. Und bei ihr ist es schon... Nein, bei ihr kann ich das auch noch auswählen. Beiges Muster? Oder, Bluterkrankheit? Nein, das will ich nicht. Das wär ja voll traurig. Ich hätte gerne weiße Hörner. Ja, komm, das ist cool. So, und jetzt müssen die nochmal rummachen. Geht wohl gerade noch nicht, hä? Geht wohl gerade noch nicht. Er pirscht sich schon mal ran. Doch, jetzt geht's. Sie kümmert sich um ihr Jungtier. Ah, es geht nicht. Sie kümmert sich um ihr Jungtier. Ih, nein. Die dürfen nicht rummachen, das ist eklig. Hallo, Katze. Hallo. Na, Lilly? Jetzt ist meine Katze auch da. So, komm, einen Tag machen wir noch. Achte auf die Essensanzeige. Ach so, ja, stimmt, die müssen auch mal wieder... Es gibt halt hier kein Futter, ne? Das heißt, dass jetzt eben hier jemand losziehen und Futter suchen muss. So schaut's aus. Da ist Futter. Guck mal. Hier. Passt. Der kann hier auch hin und das noch pflücken. Na, klar, je mehr es halt sind, umso mehr fressen das auch. Wo ist das Baby süß da? Oh. So. Ich glaube, jetzt pennen alle. Ich habe gedacht, vielleicht begegnet uns ja gleich noch was oder so. Aber ich denke, für ein Angespielt haben wir alles. Also... Ich finde, es hat uns jetzt... Also mir persönlich hat es einen super guten Eindruck gerade gegeben, was dieses Spiel kann, was es ist, was es macht. Ich hatte am Anfang ja überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich für ein Spiel ist. Ich wollte mich überraschen lassen mit euch zusammen, gucken. Ich glaube, da hinten ist irgendwas. Ach, schau mal, jetzt kann ich auch das Baby schon steuern. Und ich finde, es ist gelungen. Also ich werde definitiv noch ein bisschen da weiterspielen. Aber für ein Angespielt ist eine halbe Stunde vollkommen ausreichend. Und deswegen sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!